So, nach einer ganz, 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 ganz langen Zeit bin ich dann mal wieder zurück. ja. Und hab mal so ein bisschen mehr gemacht als sonst, gerade bei Yuna. Und wollte mal wieder, ja. Nur ein bisschen hinterherkommen. Weil sonst nimmt das alles überhand. Ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ich wollte hier einmal, genau, da habe ich ein paar. Ich muss unbedingt mal das Inventar mal wieder sortieren. Bin ich natürlich so intelligent, wie ich bin. Ne, total drüber hinweggekommen, das zu tun. Ja, egal. Ist ja nicht weiter wild. Hier. Genau. Obwohl doch, eigentlich schon. Eigentlich schon, es stört schon echt hart, ne? Einmal kurz hier nur. Kommen wir wieder hier rein. Oder zumindest stört es mich. Level 4 haben wir sowieso nicht, ne? Nicht, dass ich wüsste. Aber wie gesagt, ist ja gar nicht mal so wild. Dann müssen wir, glaube ich, einmal hier runter, ne? Ja. Wie schnell das auch weg ist, ne? Also, will ja mal nicht sagen, aber dass er alles so schnell verbraucht. Das glaubt man ja nicht. Okay. Oh nein. Was fehlt mir denn? Ja. Okay. Kommt es halt später. Machen wir erstmal hier weiter. Und kommen auch hier nicht weiter. Okay, ich glaube, wir sehen uns gleich nochmal. Oder? Ich glaube, ich muss noch mal kurz, ja. Ich glaube, ich muss mal kurz noch ein bisschen was farmen. Tatsächlich. Hatte die ganze Zeit nur die hier gefarmt und nicht die. Wir sehen uns gleich nochmal. So, hab meinen Vorrat immer so ein bisschen, quasi aufgefüllt. So, jetzt können wir auch wieder ein bisschen aufleveln wieder. Oder weitermachen, wo wir aufgehört haben. Ist ja ganz praktisch, ne? Ja, war klar. Das war klar. Dass ich die jetzt nur quasi brauche. Ah, mal hier hin. Vielleicht gleich wieder welche, ne? Hm? Ja, und Zeit natürlich, ne? War ja klar. Was brauche ich denn noch alles? Kraftbeeren müsste ich auch mal wieder, ne? Einzigste, was ich halt richtig oft habe, ist Ability. So. Gucken. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ja, so war's. Genau. Warte mal kurz rauszoomen. Ah ja, cool. Dann wollte ich, glaube ich, hier hoch und dann hier so hin und dann hier irgendwie wieder runter, ne? Das war, glaube ich, der Plan. Okay, was war hier der Plan? Ich habe keine Ahnung. Ach ja, stimmt, ich muss ja noch beinahe vergessen. Ja, ich weiß, ich kann den öffnen. Mache ich, glaube ich, auch erstmal. Ich habe ja 7 Stück. Und, benutze den hier mal. Und hier unten irgendwo hin, ne? Aber wo am besten? Hier hin, ne? Ja. Das ist tatsächlich die intelligenteste, Variante. Ja, tatsächlich. Wow. Mich selber bestätigen muss. Einmal wieder hier hoch. Gut. Haben wir das einmal mitgenommen. Ne, falls euch das nicht interessieren sollte, wie hier der Charakteraufbau ist, da ich ja sowieso alles anscheinend mitnehme, was ich mitnehmen kann, müsst ihr nicht mitgucken. Tatsächlich könnt ihr das auch überspringen. Nur ich dachte mir, ja. Ne? Sieht man wenigstens so ein bisschen auch den Fortschritt und so. Besser als wenn man dann denkt, die Stats, die sahen aber vorher noch komplett anders aus. Ne? Sieht man halt, woher es kommt. Ich meine, man kann sich das auch denken, aber
Nö, davon mal abgesehen. Ja. Okay, gut. Nope. Einmal kurz hier runter. Genau. Jo kurz ernähren. Da komme ich eh gerade noch nicht hin. Wohl doch. Irgendwann mal, wenn ich ja mal wieder Level 4 Spheroiden habe, Spheropesam. Dann komme ich da ganz unten auch mal hin. Kann ich ja schon mal den Dreier hier wegmachen. Ja. Dann gehe ich kurz hier hin. Genau. Eieiei. Wenn man sieht, ist, ich habe schon so ein bisschen was geschafft. Also Xanathan zum Aufleveln lohnt sich halt wirklich nicht. Ich habe zwar bis jetzt in jeder erdenklichen Undertale mal gesehen, füll die Monsterfarm und dann kannst du da richtig gut farmen. Aber wenn man jetzt schon so zumindest ansatzweise so ein bisschen Zeit hat, ich meine, man kann halt so nur so ein bisschen was noch dann nebenbei machen. Ich meine, man muss sich nicht drauf konzentrieren. Großartig beim Grinden. Man kann halt YouTube-Videos oder Netflix oder whatever, Disney Plus oder was auch immer man abonniert hat, nebenbei gucken. Wenn man sich eh schon irgendeine Serie anguckt oder die auf dem Handy streamt, kann man ja auch nebenbei grinden, ne? Also so mache ich das zumindest immer. Ja. Ne, also braucht man nicht unbedingt die Monsterfarm. Okay. Geht's einmal. Hier ist zwischendurch keiner, ne? Okay. Der Name ist da so komisch im Weg. Ja, okay. So sieht man schon besser. Aber klar. Ja, wie gesagt, kann man halt nebenbei alles machen. Da brauche ich nicht die Farm. Kann ich hier auch in Xanathan's super machen. Wie gesagt, kürzester Zeit innerhalb von Stunden soweit schon, nicht mal Stunden, sondern halt wirklich, ja, 2, 3. Also nicht 10, 20, sondern halt wirklich, ne? Gar nicht mal so lange, wenn überhaupt. Na, ich meine, man macht ja auch zwischendurch Pause und dann guckt man ja auch nicht auf die Uhr. Und ja. Eieieiei. Ich bin aber auch schon wieder müde. Sorry. In der Nacht nicht geschlafen. Mir abgeholt, wieder in Stolznau. Nachdem wieder in Hannover war und oh, das Ganze hin und her schlaucht. Oh, und dann wieder dieses, sorry. Allergiegedöns, nenne ich es jetzt mal. Dass die Nase so zu ist. Dann habe ich ein Buch zu Ende gelesen. Bin jetzt mit dem zweiten Teil vom Mirrorscape durch. Den dritten Teil gibt es ja leider nicht auf Deutsch. Mal gucken, vielleicht werde ich ihn mir eines Tages mal auf Englisch besorgen, damit ich weiß, wie es weitergeht. Okay, ich gehe mal nach links. Hier aber. Nein. Ja. Moment. Genau. Erstmal hier hin. Man wird sowieso alle verbrochen, aber trotzdem. Dann einmal hier hin. Dann einmal hier hin. Genau. Wie weit komme ich? Bis hier unten wieder hin. Das ist super. Dann gehen wir mal rüber zu Lulu. Und gehen hier einmal rum. Ich weiß, es ist jetzt nicht wirklich so spannend, aber ja. Soll ja auch nicht spannend sein, soll ja einfach nur so ein bisschen. Ne? Könnt ihr auch gerne in 2,0 durchrushen. Eine doppelter Geschwindigkeit, meinte ich damit. Alles kein Thema. Ich bin niemandem sauer, wenn er das auch überspringen mag. Keine Ahnung. Ja. Ich glaube, ich gehe einmal so rum und dann hier so und dann hier so einmal rum, ne? Ja. Ja, dann gehe ich am besten einmal hier. Ja, okay. Ich sag zu oft ja.
Aber ich muss mich nochmal kurz absichern. Entschuldigung. Weil mein Gehirn will manchmal nicht so, wie ich das will. Und dann muss ich dann doch nochmal drüber gucken. Genau. Genau. Können wir die nämlich einmal mit wieder. Können wir nämlich hier unten hin. Wo wir sowieso hin müssen. Das wäre hier komplett falschen Weg gelaufen. Wie ich mich mal wieder kenne. Ja. Genau. Mal kurz hier hin. Alles mitnehmen. Okay. Auch wenn man es nicht braucht, wird alles mitgenommen. Kann nicht schaden, das kann nur helfen. Okay. Dann kommen wir einmal zu ihr. Na gut, dass es hier nur einen Weg gibt momentan. Und ich 50.000. Das finde ich immer sehr schön. Ich mag lineare Wege tatsächlich sehr gerne. Deswegen mag ich wahrscheinlich auch zum größten Teil Final Fantasy Games, weil ja wirklich ja meistens sehr linear sind. Und nicht ganz so open-worldig, obwohl man halt auch wieder dann zurück kann. Aber so, ne, wenn man die Hauptgeschichte so als erstes durchgeht, dann ist es doch, ja, eine gerade Linie quasi. Hier. Man merkt halt den Levelaufbau. Obwohl, ich mag halt auch dieses Open-Worldige so ein bisschen, also, ja, wie ich glaube schon mal durch habe schimmern lassen, Metro. Nicht Metro, Fallout. Ich habe nur gerade Metro gelesen. Ah, obwohl Metro Exodus ist eigentlich auch so ein bisschen open-dörflerisch, ne? Also es ist jetzt nicht Open World, würde ich sagen, aber Open Dorf passt schon ganz gut. So, einmal hier. Dann können wir nämlich hier, hier auch gleich noch mitnehmen. Gar nicht mal so schlecht. Und dann einmal hier hin und dann ist auch schon wieder aufgebraucht. Aber ja, ist schon, ne? Oh. Und zu nah ans Mikro. Mikro, was ist das jetzt gemacht? Ja. Einmal hier hin. Genau. Ja, wie gesagt, also, ne, so ein bisschen Open World. Aber manchmal ist mir das dann auch zu viel. Muss man immer gucken. Ach ja, okay. Ich will gerade gucken, aber hä? Bin schon wieder davon ausgegangen, dass es zwischen den beiden ist, aber ich muss einmal hier rum. Dann ergibt das Ganze natürlich auch wieder mehr Sinn, ne? Aber ich habe ja so viel mit ihr gesammelt. Passt schon. Muss hier halt nur nachher wieder, ja, die ganzen Spheroiden hier wieder sammeln. Wieder komplett fast leer, ja. Sehr schöne Wortkombination, sehr lyrisch, muss ich ehrlich sein, also es ist, ne, wahrlich ein Kunstwerk, ja. Geh schon hier runter? Ja, ich habe ja so viel von ihr, ne? Ich habe so viel von ihr. Oh, ja. Wunderspheroiden sind schon wieder alle. Würde ich tatsächlich sagen, gehe ich mal kurz hier hin. Oh, brauche ich auch einen Wunderspheroid, ne? Okay, dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Hab wieder ein bisschen was gefarmt. Ne? So ein bisschen zumindest. Wollte halt nicht so lange drin hängen, wieder. Hab noch ein bisschen was zu tun, wollte nochmal ein bisschen, ne? Ja, dies und das machen. Dass die halt so schnell gerade leer gehen. Das ist natürlich ein bisschen doof, aber lässt sich ja beheben zum Glück. Nö, ist ja jetzt nicht ganz so wild. Krieg ja pro Kampf immer so Minimum ein, maximal zwei bis vier. Ne, von denen, also je nachdem, gegen welchen Gegner und so. Passt schon. Deswegen, mal gucken.
Aber wie gesagt, so lange wollte ich eigentlich jetzt nicht gerade mit dem Level 15, beziehungsweise nicht mit dem auf dem Sphero-Brett. Ja. Einmal hier hin. Nö, man wird ja auch nicht wacher. Es sei denn, man schläft. Nein, das wollte ich nicht. Dankeschön. Dankeschön. Genau, einmal hier hin. Dann einmal hier hin. Also es wird halt langsam, ne? Also man sieht halt schon, dass sich was tut. Wäre schlimm, wenn nicht. Wäre echt unvorteilhaft. Würde ich jetzt schon sagen. Einmal hier. Das macht die Ability mit. Dann können wir einmal nämlich die frisch freigemachte Strecke hier benutzen. Gerade noch so durch, wird gerade weg und hast du nicht gesehen sagen. Und dann so, das passt irgendwie nicht vom Konstrukt. Strecke passt dann doch besser. Ja, wie mache ich das dann am besten, ne? Einmal hin, so, so. Mache ich erstmal hier durch und dann gehe ich dann doch nochmal hier so rum. Ja, ich glaube schon, ne? Ja, ja, ich wollte mal ganz groß. Mit Juna ist ein bisschen doof, ne? Weil hier so viel frei ist. Ja gut, dann gehe ich nochmal ein Ohr zurück. Ich meine, ich sammle ja sowieso so viel mit ihr. Gehen wir mal hier hin und dann kriegt sie nochmal einen schönen Kraftschub, den sie ja auch gebrauchen kann. Ah, Blindschop mit drauf und dann packt das. Dann kannst du hier hin. Ne, und dann können wir nochmal Kimari hier so ein bisschen verbessern. Ui, das wird knapp. Da können wir gleich nochmal ein bisschen sammeln, weil wir werden definitiv gleich nochmal Kraft-Sphäre brauchen. Ich sehe sie schon kommen. Ja, hab mir schon gedacht, bin auch schon wieder da, hab wieder ein bisschen was gemacht. Wie gesagt, es geht ja eigentlich ziemlich fix mit dem Sammeln. Dann gehen wir mal einmal hier hin und können dann hier gleich das mitnehmen. Dann nehmen wir den hier auch gleich mit. Können wir nämlich einmal außen rum. Einmal am besten gleich schon mal hier hin. Ja, einmal die beiden Zeitdinger hier mitnehmen. Ne, werden alle die absoluten Tank-Master. Das passt schon. Halt Allrounder wie ich. Ne, so alles ein bisschen gut können, aber nichts wirklich perfekt. Das trifft es ganz gut. Ach ja, ne, damit. Weil ich euch ja jetzt schon die ganze Zeit meine Meinung ungefragt aufdrücke. Oder Informationen, keine Ahnung, whatever. Mein nächstes Buch, was ich lese jetzt nach Mirrorscape, ist ein tatsächlich neueres, was doch nicht so lange auf meinem Sub liegt. Das habe ich mir quasi erst letztens gekauft. Das heißt quasi, ich habe es mir erst letztens gekauft. Und zwar von Sebastian Fitzek, der Heimweg. Kam jetzt raus und ja, musste natürlich gleich ne, als Limited Edition in meine Sammlung und ja, wird dann auch sofort gelesen, weil ist halt ein Fitzek, ne? Was soll ich da großartig sagen? Ich habe jetzt schon viel Positives so als auch Negatives gehört. Ja, mal gucken, was dann da im Endeffekt draus wird. Es sind halt 50-50, ne? Also bestimmte Blogger haben gesagt, ja super, und dann habe ich wieder gehört, ja, Facebook, ja, Facebook ist sowieso ein bisschen komisch. Na, aber sonst waren die eigentlich immer ja, auf meiner Wellenlänge. Da hieß es, ja, ist halt viel an den Haaren herbeigezogen und das passt irgendwie nicht und dann wären da Plotholes und so. Ich muss mal gucken. Irgendwie habe ich mich auch ein bisschen spoilern lassen. Von wegen, da wäre eine Leiche in einem Wasserbett irgendwie versteckt. Keine Ahnung, muss man mal durchlesen. Soweit bin ich noch nicht. Ich habe ja noch nicht mal angefangen. Ob das, ne,
nicht einfach Übertreibung ist oder ne, wirklich so ein selbst wenn, muss ja nicht immer alles gleich ne, so heiß gegessen werden, wie es gekocht wird. Oder wie man so schön sagt. Ne, kann ja auch ja, wieder so ein bisschen übertrieben sein. Von der Bewertung her, weil ich meine, man kennt es ja. Ne, entweder man feiert etwas oder man hasst es absolut und dann sucht man sich den letzten Krümel quasi raus, um das dann da, ne? Ihr wisst schon. Okay, dann würde ich mal sagen, wir haben alles gemacht. Wir können nochmal hier reingucken. Ja, wieso benutze ich eigentlich nicht die Schultertasten öfter? Moment. Ja. Sofort. Dankeschön. Ich müsste noch mal ein paar High Potion holen. Tatsächlich. Ich meine, ich bin ja jetzt so reich, ich kann mir die tatsächlich kaufen. Muss nur gucken, wo ich die kriege. Wahrscheinlich auf dem Schiff. Aber das können wir ja dann machen, wenn ich dann sowieso aufs Schiff will und nicht jetzt, weil ich muss den ganzen Weg wieder laufen. Okay. Dann einmal, okay. Ja, ich habe halt wenig, ne? Ja, bringt jetzt nichts. Ich muss halt wieder was sammeln. Könnte hier nochmal. Nee. Okay. Ja, die muss ich aber auf jeden Fall hochleveln. Obwohl die sind stärker als eigentlich der Rest, also zumindest vor den HP her sind die schon besser als meine hochgezüchteten Barmut und Anima. Aber trotzdem sind die irgendwie. Also irgendwie sind die komplett weak. Also schwächer als ich gedacht habe. Also da muss ich doch nochmal so ein bisschen ran, ne? So ein bisschen rumpushen. Auch hier oben so ein bisschen. Aber das mache ich dann später, wenn ich wieder ein paar mehr Items habe. Muss ich sowieso in der Welt rumschnorcheln, weil ich ja nicht alles überall bekomme. Ne, so Donnersteingedönse. Ja, ne? Hier die ganzen Zettel und Kugeln und Steine und Schuppen und hast du nicht gesehen, ne? Riech halt nicht überall. Aber darum wollen wir uns jetzt gar nicht kümmern. Das mache ich ja sowieso außerhalb der Aufnahme. Wie man sehen kann, bin ich sowieso viel öfter außerhalb der Aufnahme als in der Aufnahme. Aber ich möchte ja auch nicht das Let's Play so wirklich in die Länge ziehen. Das dauert sowieso schon viel zu lange und wir sind immer noch nicht am Ende und sollten es eigentlich sein. Also, ne, muss ja da nicht noch mehr unnötig rein. Wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahme Session Gedöns, ne? Bis dann. Eieiei, nach ja, mehr oder weniger langen oder kurzen Zeit bin ich dann wieder hier an der Stelle und kann hier weitermachen. Ja. Hat jetzt einen Tag oder so. Also ja, nicht durchgängig einen Tag, aber mit Unterbrechungen mit eingerechneten Tag gedauert. Ich muss mal kurz gucken, wo ich jetzt als nächstes lang möchte. Aber ich glaube, ich wollte hier so lang, ne? Dann hier so. Ja. Okay. Da oben kann ich ja dann später nochmal. Ja. Aber hier hin. Und wie man sieht, oder gerade nicht sieht, habe ich wieder ein paar Asteroiden gefarmt. Um jetzt nicht unbedingt so schnell wieder in die Bredouille zu kommen, wieder zwischendurch beim Aufleveln doch nochmal farmen zu müssen. Da habe ich tatsächlich das letzte Mal nicht so drauf geachtet und jetzt benutze ich halt vermehrt wieder Attacken, die, oder Angriffe, die halt auch Spheroiden dann bringen, wenn man den Kampf bestreitet. Ja. Habe ich nicht so drüber nachgedacht. Ich war aber auch der Meinung, ich hätte mehr. Naja, ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Hauptsache, man kommt voran. Genau. Ansonsten, was ist neu? Ich glaube, dass ich Mirroscope beendet habe, habe ich, glaube ich, die letzte Aufnahme gestern schon erzählt. Falls nicht, ich habe tatsächlich Mirroscope beendet und lese momentan ein nicht so fantasiereiches Werk. Ich lese 9 Tage wach von Erik Stehfest. Ja, ist
an sich spannend, weil auch gerade die Drogenthematik ist halt nicht ganz so ohne. Ne? Dass da alles so ja, nebenbei noch abläuft. Ich meine, ich muss es ja selber wissen. Ich war 6 Jahre lang Raucher. Und ja, ne, ist halt auch mit einer gewissen Abhängigkeit verbunden. Und ja, seit ein paar Jahren jetzt ne, vom Rauchen weg und alles, aber trotzdem, deswegen fasziniert mich das, glaube ich, auch umso mehr. Geht zwar nicht ums Rauchen, sondern um Crystal Meth, aber ja, was macht das schon für einen Unterschied? Ne? Eigentlich nicht wirklich. Also es ist beides suchtmäßig zu bewerten und ja. Ne, das zählt und ja. Und ja, ne? Ansonsten, ja, Führerschein. Ist ja auch momentan. Ach, der da. Ne? Wird halt auch viel gelernt für. Wenn ich gerade lerne, dann versuche ich halt noch ein bisschen was aufzunehmen. Während das hier rauskommt, sollte ich eigentlich schon mittendrin sein. Also wir haben jetzt... Eigentlich sollte ich auch schon mittendrin sein. Und nicht erst am Anfang. Wir haben jetzt Anfang November. Also während ich das aufnehme, nicht während es rauskommt. Während das rauskommt, haben wir wahrscheinlich schon Anfang Dezember oder so. Oder noch später. Nee, Anfang Dezember dürfte eigentlich recht, recht gut geraten sein. Ja. Okay, einmal hier hin. Und ja, es ist halt, ich habe meine erste Dings mal, Theoriestunde heute. Kann ein weiter. Und mal gucken, ne? Das letzte Mal war nur Anmeldung. Ich muss noch viel machen. Ja, mal gucken, wie ich das bewerkstellige. Mit Sehtest und Erste Hilfeschein nachholen. Ich hatte zwar mal einen, aber wie man es kennt, ne? Ist halt auch nicht mehr wirksam. Ist ein paar Jahre her und so. Also von daher, zumal jetzt auch andere Regularien sind. Mal gucken. Ne? Also da muss ich definitiv nochmal neu ran. Also das, selbst wenn ich den wiederfinden würde, ist der halt nicht mehr zulässig, weil ich glaube, man muss alle 2 Jahre. Und bei mir ist das mal 10 Jahre her. Ne, herzlichen Glückstrom. Also von daher passt schon. Zumal 9 Stunden. Die sind jetzt auch nicht gerade so viel. Ich glaube, das sind 2x4,5. Oder 4 plus. Ja, doch. 2x4,5, ne? Ja, 2x4,5 Stunden. Mal gucken. Oder 1x5 und 1x4. Mensch, diese blöde Bestiege, ne? Die werden auch immer aggressiver. Und fangen mittlerweile an, richtig fies zu werden und zu beißen. Das ist echt nicht schön. Machen wir den Weg hier auf. Hätte ich früher schon gebrauchen können, ich weiß. Ja, aber ich kann auch hier lang gehen, weil ich muss hier oben noch mal ein bisschen was mitnehmen. Ja, okay. Bevor ich hier hingehe, oder gehe ich erstmal hier hin und gehe dann da zurück. Wäre, nee, hier oben habe ich diese anderen, obwohl, ich glaube, ich gehe hier lang, tatsächlich. Aber ich nehme vorher die anderen Sachen auch nochmal hier mit. Wieder nach oben. Komm. Ja, nein. Das nächste Mal nehme ich dann hier das Viereck noch mit. Also die hier bis hierhin, dann gehe ich nochmal zurück und dann gehen wir hier lang. Okay. Ja, okay. Ah ja. Okay, jetzt bin ich wieder im Bild einigermaßen. Wir gehen ja quasi den gleichen Weg mit ihr. Wie mit Kimari. Passt schon. Okay. Ja. Ansonsten wüsste ich jetzt... Oh, da unten ist schon wieder... Wüsste ich halt nicht jetzt nicht so viel. Warte mal. Nee, es ist Level 4. Habe ich noch nicht. Muss wieder zurück irgendwie, ne? Ja, ich muss definitiv zurück. Und hier hin. Okay.
cool. Beziehungsweise nicht cool, aber... Na, was soll man machen? Ganz zurück komme ich nicht, ne? Nee. Aber zum Glück bis da oben hin. Das ist schon mal, gar nicht mehr so schlecht. Ich meine, bin ja sowieso momentan am Dauertrainieren mit allen Charakteren. Da passt das schon. Nein, noch nicht. Genau. Dann kann ich hier mit ihr dann hier oben lang und dann hier lang und dann... Ja, gucke ich dann mal, dass ich hier den Rest auch nochmal irgendwo... Wow, das ist doch noch mehr, als ich dachte, ausfülle. Wahrscheinlich, weil ich hier unten lang... dann doch nicht so geklappt, egal. Haben wir einmal Walker. Ja, Vögel stimmen mir zu. Ist das nicht fabelhaft? Ja, wie gesagt, ach ja. Bald ist es dann auch soweit mit, Moment, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Es ist ein Creed Valhalla, ne? Ja. Und ich habe gehört, dass Cyberpunk 2077 schon wieder verschoben wurde. Diesmal auf Dezember, was ich eigentlich gar nicht mal so schlecht finde. Vor allem mit, Mistgabeln und Fackeln auf mich zugehen. Hört mir zu, ich habe halt nicht dermaßen viel Geld und ich finde das schon, angenehmer, wenn so zwei, große, teure Titel auf zwei Monate verschoben werden. Das ist doch fürs Portemonnaie, nicht ganz so anstrengend. Ja. Ne, vor allem, weil bestimmte Leute auch dann so ihre Gedanken haben und sagen, ah ja, es muss jetzt doch eh nicht sein, ne, ich möchte es aber gerne schon zum Release auf dem Channel haben, um wenigstens so ein paar relevante Sachen zu haben. Ich meine, ich habe jetzt mittlerweile, ein paar Abonnenten, aber ne, es läppert sich halt und ja, vielleicht kommt der ein oder andere dann durch die neueren Spiele auch auf den Kanal. Ich meine, das hat in Final Fantasy 7 jetzt noch nicht so geklappt, aber wer weiß, ne? Man braucht halt immer so ein paar mehr als nur eins. Das ist klar, dass jetzt ein einzelnes Spiel jetzt nicht so ne, den Hype auf den Channel bringt, aber mal gucken. Ne, muss jetzt auch nicht so, ja, ne? Muss jetzt auch nicht, aber es wäre halt schon schön, wenn Leute meine Videos gucken würden. Ne? Muss niemand, aber dann wird sie sich der Aufwand ja doppelt lohnen. Also ich meine, der Aufwand lohnt sich sowieso schon. Das ist jetzt... Wieso habe ich das da oben ausgelassen? Verdammt. Ja, jetzt will ich nicht zurück. Weil ich mache das auch, wenn mir niemand zugucken würde. Ne? Weil es macht mir halt Spaß und ja, ich mache es vor allem auch deshalb, damit ich auch mal Spiele beende. Ich neige dazu, wenn ich was für mich spiele, dass ich dann tatsächlich auch mal nicht so... Okay. Mal irgendwann mal die Konzentration verliere und dann halt keinen Bock mehr drauf habe. Wenn ich an gewisse Stellen komme. Ich denke nur an Portal, den Endkampf. Oder auch hier, ich hätte dann, wo ich das erste Mal gespielt habe, halt überhaupt nicht weiterkam. Und dann habe ich irgendwann doch wieder Bock auf Final Fantasy gehabt und habe es dann nochmal von vorne begonnen, weil ich einfach, war einfach zu demotiviert. Wenn Spiele mich zu sehr frustrieren, habe ich halt nicht mehr so die Motivation. Und breche ja dann auch mal gerne ab und mit dem Channel versuche ich halt dann da so gegen zu sagen, nein, du brichst jetzt nicht ab, es ist zwar frustrierend und so, aber ja, du ziehst das jetzt durch, du bringst das jetzt bis zum Ende und deswegen wäre es nicht schlimmer, es wäre doch schon ne, nice to have. Ja genau, beschreib es eigentlich am besten, nice to have. Und wie gesagt, ein paar sind ja jetzt auf dem Channel schon mittlerweile, zu dem Zeitpunkt, wo ich es aufnehme. Ja, wir sehen, was die Zukunft bringt und die Zukunft sagt, ich muss jetzt mal wieder leveln.